Ja, moin. Mein heutiger Vortrag ist Im Bett mit Alexa, was intelligente Sprachassistenzsysteme über uns wissen. Ich, das bin der Alien Master, komme aus Hamburg, studiere da auch an der Universität Hamburg und forsche da im Bereich Spracherkennung und Textverarbeitung, was auch in dem Fall meine Verbindung ist dazu. Sicherheit oder Kryptographie ist es nicht, aber Spracherkennung und Textverarbeitung. Weswegen ich heute dann mal einen Talk darüber halte, was diese intelligenten Sprachsysteme über uns wissen, was wir damit, wie wir die ersetzen können vielleicht oder auch wie die Hersteller auch eine Möglichkeit hätten, uns Sprachsysteme zu geben, die einen höheren Datenschutz haben, damit wir nicht jedes Mal Angst haben müssen, wenn ein Echo oder ein HomePod läuft. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wovon reden wir heute überhaupt? Also erstmal geht es um so Voice-Activated Smart Assistants. Hier auf dem Bild sehen wir jetzt drei HomePods oder so eine intelligenten Lautsprecher, die man sich kaufen kann für zu Hause. Die haben dann eine Internetverbindung und ein Mikrofon und können mit so einem Hot Word, also einem Code Word, je nach Hersteller, können die aktiviert werden und können Sachen für uns machen. Die können das Licht anmachen oder eine Nachricht schicken. Das Gleiche geht natürlich auch mit dem Handy. Das heißt, dass diese Software, die da drin ist, die kann man auch mit dem Handy unterwegs nutzen und sich vielleicht einen Termin irgendwie diktieren, ohne dass man das jedes Mal mit der Hand machen muss. Eigentlich eine ganz interessante Sache oder auch eine ganz angenehme Sache. Vielleicht einmal kurz dazu, wie überhaupt die sowohl auf dem Handy als auch diese Standalone-Geräte in der Regel funktionieren, die wir von den großen Herstellern kennen. Wir haben einmal jetzt die Person, die nutzen werden, beziehungsweise einmal den Nutzer selber, der vielleicht auch die gekauft hat. Dann haben wir natürlich noch Unbeteiligte dabei, die mit im Raum sein können. Wir haben einmal diese Smart Assistants, wie gesagt, entweder mit dem Handy, mit dem HomePod oder vielleicht auch der Fernseher, der das Ganze kann. Dann haben wir einmal die Herstellerseite, die Cloud und alles drumherum. Wenn wir jetzt also haben, dass der Nutzer mit seinem HomePod sprechen möchte, dann beginnt das meist damit, dass dieser HomePod dauerhaft das Audiosignal oder aufnimmt und wartet darauf, dass sein Signalwort kommt. Ab dann beginnt die Aufzeichnung im Idealfall und dieser HomePod zeichnet das Ganze auf. In dem Fall, wie wir schon sehen, der unbeteiligte Dritte, der dabei ist, wird trotzdem mit aufgezeichnet, wenn er im Raum steht, wenn er was sagt, wenn er irgendwas tut, was akustische Signale macht. Diese Aufzeichnung wird direkt übers Internet an die Cloud gesendet vom Hersteller und hier erst verarbeitet. Das heißt, hier in unserem lokalen System passiert keinerlei Verarbeitung, sondern wirklich nur eine Aufzeichnung und die geht direkt als Audiomaterial rüber. Hier wird dann verarbeitet, was wir gesagt haben, wird dann versucht, das Ganze zu analysieren, also sprich einmal Spracherkennung, um aus Sprache Text zu machen und dann nochmal eine Texterkennung, um zu gucken, was dann überhaupt gesagt wurde. Die Information, was getan wurde, geht dann erstmal wieder in unserem Fall vielleicht zum Beispiel in die Glühbirne, wenn wir die einschalten wollen oder vielleicht, wenn wir die Waschmaschine benutzen wollen, geht dann diese Information an die, was getan werden soll. Wir kriegen in unserem Smart Assistant eine Nachricht, was passiert ist, also ob es geklappt hat oder nicht, Glühbirne an oder ich habe dich nicht verstanden. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Daten, die an die Hersteller und die externen Entwickler gehen, weil wir haben ja diese Smart Assistants können auch immer erweitert werden. Häufig wird das als Skills bezeichnet. Das heißt, der Standard kann vielleicht nur die Glühbirne einschalten. Wenn wir aber vielleicht von einem anderen Hersteller die Funktion auch nutzen wollen, dann können wir einen Skill installieren von einem externen Entwickler. Und hier können wir es halt haben, dass der externe Entwickler auch Daten bekommt. Also nicht die er direkt braucht, um das auszuführen, sondern vielleicht um seinen Service zu monitoren oder zu gucken, wie gut es funktioniert hat oder weitere Informationen. Natürlich haben wir hier auch externe Apps, die Daten bekommen. Wenn ich natürlich als Nutzer sage, sende Oma Liese bitte eine Nachricht auf WhatsApp, ich komme 5 Minuten später, gehen die Daten natürlich selbstverständlich auch zu WhatsApp. Das ist aber der Natur der Sache geschuldet. Genau, hier haben wir das Ganze dann nochmal zusammengefasst. Das kann man sich dann gerne nochmal durchlesen. Was passiert mit den Daten, die wir haben? Also wie wir schon dann gesagt haben oder wie ich schon gesagt habe, die Daten gehen direkt an die Audiomaterialien gehen direkt an den Hersteller, ungefiltert, ohne dass groß was angepasst wird. Diese Daten werden da gespeichert. Das kommt je nach Hersteller an. Entweder
kann man nach deutschem Datenschutzrecht kann man eine Löschung beantragen oder man kann sagen, dass sie nach einer gewissen Zeit gelöscht werden sollen. Der Standard ist es aber nicht. Das heißt, wenn man sich so ein Gerät kauft, zu Hause hinstellt, werden die Daten nicht sofort überhaupt gelöscht, sondern erstmal unbefristet erhalten. Und erst wenn man die Einstellung setzt, kann man zwischen 3 Monaten und 36 Monaten eine Löschfrist automatisch einstellen. Das heißt, alte Sachen fallen raus. Diese Daten, die wir da haben, wurden früher, heutzutage laut den Mitteilungen der Hersteller, nicht mehr von Mitarbeitern überwacht und gelabelt. Das heißt, in dem Fall saßen da aber Mitarbeiter, teilweise zu Hause, teilweise im Büro, und hörten sich diese Aufnahmen an. Also immer dann, wenn das System dachte, dass jetzt dieses Codewort gesagt wurde. Problematisch ist, dass diese Erkennung nicht immer so richtig hundertprozentig funktioniert. Das heißt, es gab Fälle, da haben Leute im Nebenraum gestritten und durch irgendeinen Zufall hat das System erkannt, es wird was gesagt, und diese Aufzeichnung wurde dann dementsprechend übermittelt, obwohl gar niemand das System aktiv genutzt hat. Das ist problematisch, weil es natürlich immer so eine Sache mit der Privatsphäre ist. Dieses Gerät hört einfach dauerhaft zu. Im Idealfall sollte es immer nur dann eine Aufzeichnung starten, wenn wirklich das Codewort gesagt wurde. Das muss aber nicht sein. Eine andere Sache ist natürlich, dass die Daten zum Training verwendet werden. Das kann automatisiert passieren. Das heißt, das geht in ein Machine Learning Modell. Das sehen wir nachher vielleicht nicht oder es sehen keine Menschen und man kann nicht daraus das rausrechnen. Aber ob man seine eigenen Daten immer automatisch dafür nutzen möchte, um den Dienst des Herstellers zu verbessern, ist immer so eine Sache. Dann ist natürlich auch immer noch die Sache mit den Daten. Wo bleiben sie? Das ist ja so eine ewige Sache, ob die Daten übertragen werden in die USA oder ob es nicht gemacht werden darf. Aktuell ist es so, dass sie in der EU verarbeitet werden. Das kann sich aber auch immer wieder ändern. Und ob man das sofort mitbekommt, wenn da eine Änderung ist von den Herstellern und ab wie transparent die das Ganze mitteilen, das weiß man immer nicht. Also da muss man sehr viel Vertrauen in die Hersteller haben. Dann habe ich ja gesagt, wir übertragen die fast Rohdaten, die wir aufgezeichnet haben mit diesem HomePod oder halt mit dem Handy, direkt in die Cloud. Und da werden sie erst verarbeitet. Das heißt, wir haben Audiomitschnitt. Das heißt, wenn wir jetzt hier so ein Mikrofon mitlaufen lassen, können wir sehr, sehr viele Sachen aus diesem Audio überhaupt rauslesen. Also die einfachsten Sachen, die man sich vielleicht vorstellen kann, ist erstmal das Geschlecht oder das akustische Geschlecht, sagen wir es mal so, des Sprechers. Wir können das Alter etwa rauslesen, wir können die Stimmung rauslesen oder auch noch richtig, richtig, richtig viel mehr. Also Sachen wie Akzent, wo kommt die Person her? Wir können gucken, wie fühlt sich die Person gerade? Gibt es nicht nur in dem Timbre, also in der Stimmfarbe, sondern gibt es vielleicht auch im Inhalt des Ganzen, was gesagt wird, also wenn wir uns nachher den Text angucken, die Transkription davon, gibt es da vielleicht Hinweise darauf, aus welchem sozialen Umfeld die Person kommt, welche Wörter verwendet diese Person, über was spricht diese Person, redet sie vielleicht häufig darüber, dass sie Geldsorgen hat, was ist das mit dem Drogenkonsum zum Beispiel. Jeder, der schon mal jemand im Raum war, der genug getrunken hat, weiß, dass man das leicht rausfinden kann. Und es gibt sogar extra, in Deutsch gibt es einen Datensatz, den bayerischen Alkoholdatensatz war es, glaube ich, wo sie Studierenden dafür verschiedene Mengen Alkohol gegeben haben, um darauf zu trainieren. Also auch das gibt's. Und nicht nur über den Sprecher kann man Informationen aus diesem Audiomaterial rauslesen, was nachher dann da liegt auf einem Server irgendwo, sondern auch die Umgebung. Also sind da, wie gesagt, noch andere Personen mit im Raum, die sich gerade im Hintergrund unterhalten und die wir vielleicht auch noch mit transkribieren können. Gibt es vielleicht Kinder im Raum? Gibt es oder Geschrei? Oder manchmal wird man ja auch unterbrochen und muss dann nochmal den Kindern was dazu sagen, was sie tun sollen oder nicht tun sollen. Oder man wird einfach im Gespräch unterbrochen. Was tut die Person gerade? Guckt sie Fernsehen? Kocht sie vielleicht? Und bei Fernsehen ist natürlich einfach, dass man einen Fingerabdruck erstellen kann von dem, was im Hintergrund läuft und kann sofort rausfinden, ob die Person vielleicht gerade einen Fernsehsender guckt. Das ist natürlich super einfach. Oder auch, welche Netflix-Serie sie guckt. Einfach anhand des Audiomaterials, was im Hintergrund läuft. Und selbstverständlich kann man damit auch rausfinden, mit den weiteren Metadaten, die da mitgeschickt werden können,
An welchen Orten befindet sich das? Wann wird das benutzt? Also benutze ich mein Smart Assistant mit dem Handy vielleicht immer gerade, wenn ich in der Bar bin? Oder benutze ich den auf der Arbeit? Oder wo fahre ich lang? All diese Informationen kann man da draus lesen. Das waren jetzt natürlich erstmal die ganz großen Hersteller, die man alle irgendwo kennt, wo man die Geräte günstig kaufen kann. Und die eigentlich auch mehr mit den Daten verdienen oder um ihr ganzes Ökosystem damit groß zu machen. Hier habe ich jetzt mal ein paar Alternativen rausgesucht, obwohl ich in dem Fall eher auf Mycroft AI eingehen möchte. Open Assistant und Raspi sind zwei Lösungen, die kann man sich auch runterladen direkt und auf einem Raspberry installieren und direkt nutzen. Sind beide Open Source und direkt einsetzbar. Mycroft AI ist erstmal interessant, ist 2015 gegründet worden, ist also etwa so alt wie die Amazon-Geräte oder diese Amazon-Lösung. Und sie bieten sowohl eine Software-Lösung an, die komplett Open Source ist, also die kann man auf GitHub runterladen, oder halt auch Hardware-Lösungen. Hier auf dem Foto sieht man jetzt den Mark II, den kann man in den Batches, also den kann man dann immer 3 Monate im Voraus kaufen. Die liegen dann bei 349 Euro. Und bieten dann auch so einen Home Speaker, aber die haben nicht nur die Möglichkeit, nämlich das Ganze lokal, nicht nur das Ganze in der Cloud zu machen, das bieten nämlich die beiden anderen nicht an, weil da muss man es dann lokal machen, sondern man kann es lokal und in der Cloud machen. So, das heißt jetzt in dem Fall bei Mycroft zum Beispiel, wir haben wieder dieses Wake Word. Also wir haben uns irgendwas ausgesucht, mit dem wir sagen wollen, leg los, nimm auf, was ich gesagt habe. Dann haben wir das Audiomaterial. Und dann können wir nämlich entscheiden, wollen wir Speech to Text, also wollen wir eine Spracherkennung haben in der Cloud? Vertrauen wir denen? Ist natürlich immer ein valider Punkt. Nur weil sie Open Source ihre Sachen rausgeben, wissen wir ja trotzdem nicht viel über sie. Wir haben aber die Möglichkeit, das Ganze lokal auf dem Gerät zu machen. Das heißt, wenn wir uns jetzt datenschutztechnisch einfach dafür entscheiden, kriegen wir zurück, welchen Text wir gesagt haben. Wir verarbeiten den Text da drinne, gucken, ob wir einen Skill dazu haben. Und als Rückmeldung haben wir genau das Gleiche wieder. Das heißt, wir können entweder Text-to-Speech nutzen, was in der Cloud generiert wird, oder wir können das Ganze wieder lokal machen. Hier in dem Fall nutzen Sie den Thorsten-Datensatz. Thorsten-Datensatz ist Thorsten, der viele, viele Sachen aufgenommen hat, um daraus mit dem Ziel, dass man daraus eine Text-to-Speech-Sprache machen kann. Kann man direkt runterladen mit verschiedensten Emotionen und kann man dann sich ein eigenes Modell zum Beispiel auch trainieren oder in dem Fall wird es ein fertiges Modell sein, was einem dann sagen wird in Thorsten-Sprache, ob es geklappt hat mit der Glühbirne oder ob es nicht geklappt hat. Genau, und dann sind wir nämlich auch schon fertig mit der Anfrage. Und hatten selber die Möglichkeit auszusuchen, machen wir es lokal, oder vertrauen wir Mycroft. Genau, dann bin ich eigentlich auch mit dem ersten Teil schon mal fertig. Ich möchte dafür Tobi ein großes Dankeschön ausrichten. Schlicht für die Quelle, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte, wo ich das her habe. Das sind nicht meine Arbeit, die ich hier gezeigt habe, sondern das ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt von der Arbeit von der Uni Göttingen, die sich da die Mühe gemacht haben und die ganzen Sachen, also die ganzen Dinge, die man aus Sprache lesen kann, zu besprechen, die möglichen Datenschutzprobleme und auch Verbesserungen. Hier ist es nämlich nochmal aufgeführt. Die Folien gebe ich danach auch frei. Das heißt, hier von Acosta und Reinhardt gibt es eine wunderbare Arbeit über, ich glaube, 26 Seiten, wo sehr viel einfach also die Bilder habe ich zum Teil da draus und auch die Informationen. Also wen das Thema interessiert, kann ich wärmstens empfehlen, da mal reinzugucken. Ist toll geschrieben und gibt richtig viel Informationen an Möglichkeiten. Da kommt dann nämlich auch schon der Teil raus, wie man das Ganze verbessern kann. Also welche Möglichkeiten hätte ein Hersteller wie Google, Amazon oder Apple, um seine Daten mit einem besseren Datenschutz oder seine Systeme mit einem besseren Datenschutz auszurüsten? Bisschen dunkel hier, aber okay. Eine Möglichkeit, was auch schon genutzt wird, ist, dass man schaut, ob die Person, die das Wake Word sagt, überhaupt die Person ist, die wir erwarten. Also kommt das wie ein Fingerabdruck wird erstellt von der Person, um sicherzustellen, dass nur die Person, die authentifiziert ist, das System aktivieren kann. Interessanter ist aber in dem Fall, worauf ich hier eingehen möchte, ist dieser Sanitizing-Block. Das heißt, hier haben wir wieder ein Recording, was direkt
von dem Gerät durchgeführt wird. Aber bevor das Ganze verarbeitet wird durch die Cloud, werden die Sprachen normalisiert. Das heißt, Sachen wie Timbre oder Geschlecht werden versucht, algorithmisch rauszurechnen, mit dem Ziel, dass der Service Provider ein relativ neutrales Signal bekommt. Das heißt, Informationen gehen keine verloren dabei, aber der Datenschutz wird erhöht. Das heißt, es wird nachher deutlich erschwert, weitere Informationen neben dem ursprünglichen, was gedacht ist, in den Text rauszubekommen. Genau, und dann eigentlich vielleicht noch mal ganz kurz würde ich auf Textassistenten zugehen. Das waren ja jetzt alle Sprachassistenten, kluge Sprachassistenten. Aber so Assistenten, die einem das Leben leichter machen, da gehören ja auch Textassistenten dazu. So Sachen wie Rechtschreibung, Grammatik, Textstil oder auch Übersetzung gibt es immer Lösungen, die einem das Leben leichter machen. Das heißt, man hat irgendwo einen Tippfehler drin oder vielleicht auch Sprachstil hat man Probleme mit. Und da gibt es ja auch immer große Anbieter. Also entweder man tippt es kurz bei Google ein und lässt es sich korrigieren, aber da hat man das gleiche Problem, dass die Daten dann wieder bei Google landen. Oder man nutzt den Duden-Korrektor, der ist aber nur online verfügbar. Das heißt, im Zweifel kriegt Duden die Daten. Ist immer die Sache, ob man das mit allen Texten machen möchte. Und deswegen würde ich gerne einmal kurz Language Tool vorstellen. Language Tool ist eine Firma aus Potsdam, die so einen Schreibassistenten anbietet für sehr, sehr viele Softwarelösungen. Das Ganze ist in 30 Sprachen verfügbar und Open Source. Das heißt auch wieder, es gibt ein GitHub-Repository und ich kann den Server, auf dem die Berechnungen durchgeführt werden, sogar lokal laufen lassen. Das Plugin selber funktioniert auch ohne Server. Das heißt, dann geht das Ganze natürlich zu denen hin. Aber ich habe die auch schon live getroffen und in dem Vortrag haben sie uns erzählt, was geht und was nicht. Also die nutzen laut ihren Aussagen nicht alle Daten, die sie könnten. Und die Entwickler würden sich freuen, wenn sie viel mehr Daten nutzen dürften, dürfen sie aber nicht. Zum Beispiel bei Textkorrekturen nutzen sie mehrere Modelle gleichzeitig. Sie analysieren aber nur, welches Modell zum Einsatz gekommen ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit der Nutzer das genommen hat. Es wird aber nicht gespeichert, was überhaupt genommen wurde. Also der Entwickler sieht nicht, auch wenn er gerne würde, welches Wort gegen welches ausgetauscht würde und kann diese Information nutzen. Aber das ist auch wieder so eine Sache, ist natürlich, vertrauen muss man denen natürlich in dem Fall. Wenn man das nicht möchte, kann man den Server einfach lokal nutzen. Und wie gesagt, es gibt für alle möglichen Software, die man nutzen kann, entweder Browser oder vielleicht Schreibprogramme oder E-Mail, kann ich immer wärmstens empfehlen, Plugins dafür, um das zu nutzen. Ja, das war's auch schon.